Honeybee, I'm going to stay in bed today. I just don't have much energy. Hello? Anyone home? Oh, come in, Amira. What perfect timing. Sorry to come by so early. I heard you were feeling poorly, Hazel. How could you have heard that? Well, I try to make a house call at least once a month. I'm sorry I haven't been by more recently. Here's some medicine for Hazel. Thanks. It will make her more comfortable. There's not much more we can do, I'm afraid. What? You're just giving up? That's not fair. I've tried referring her to the best specialists and research trials, but she refused them all. Anyway, I need to get back to the clinic. Hazel, get some rest. I will. Don't worry. Tara's taking good care of me. Oh, don't be mad at Amira, honeybee. She's right. I decided to enjoy the time I had left, rather than be strapped to a bed with tubes coming out of me. I'm grateful that I've had the strength to teach you what I can. I am not afraid of what comes next. Honeybee, I'm so glad you came here. Even if your circumstances weren't the best, what with you, losing my fiancé and my job in the same week? Yeah. But I tried to make the best of it. We had dozens of these miniature champagne bottle wedding favors, and it was too late to take back the deposit on the cake. So I had all of my girlfriends over for a champagne and cake unengagement party. I even wore my dress. Now that's the right spirit. I wish I'd been there. I bet it was a ball. Well, I may have gone to the bathroom to cry once or twice, but yeah, it was great. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ich schau mal eben, was wir jetzt genau alles haben, weil es wird irgendwie immer mehr. Braue einen Geisterflammentrank. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir den schon reingestellt hatten oder nicht. Das ist für die Ranch. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Holz. Ach so, genau. Einmal eine Runde Stein brauchten wir noch. Das wollten wir im Vorfeld noch machen. Und noch jede Menge Holz. Ja, und dann wahrscheinlich erst frühestens eine Folge danach, dass wir dann noch Eisen holen können. Naja, gut, mit dem Werkzeugschuppen, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Honig und Weizen sind noch für andere Leute. Ach ja, und die Kartoffeln, genau, das war das. Ja gut, dann machen wir uns doch mal auf und schauen mal. Das mit dem Honig habe ich immer noch nicht verstanden. Warum? Ah, doch, jetzt geht es endlich. Jetzt bereitet der Bienenstock mal ein bisschen was zu. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange das Ganze dauert. Da steht leider nichts bei. Oh, Kartoffeln sehen so aus. Ja, Kartoffeln kann ich einsammeln. Sehr geil. Dann können wir die auch zu Agnus bringen. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das jetzt genau war, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber okay, wir pflanzen mal wieder neue Kartoffeln. Ganz wichtig. Nee, ich wollte eigentlich... Hallo? Ist das noch nass? Muss ich euch nicht gießen? Das irritiert mich gerade ein bisschen. So, grüne Bohnen. Weizen hatten wir jetzt hier rechts. Das ist die Frage. Jetzt haben wir grüne Bohnen. Wir könnten jetzt mal Blumenkohlsamen einpflanzen. Zack. Die müssen wir aber auch nicht gießen, oder was? Ich bin irritiert, weil ich irgendwie heute nichts gießen soll. So, und weil... Ach so, noch einen Tag. Okay. Erstellt 6. Heißt das, wir kriegen 6? Das hört sich jetzt so an. So, haben wir hier noch was drin gehabt? Oder können wir da noch was reinmachen? Das ist erst in 5 Stunden. Okay. Ich schaue auch noch mal kurz nach, weil ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ja, wir hatten eine reingetan. Sehr geil. Die Frage ist nur, reicht das, wenn wir mit einer ankommen?
Ach so, nee, das war gar nicht das, was wir brauchten. Geisterflammentrank müssen wir machen. Okay. Geisterflamme. Was ist denn das erste hier? Kupferessenz. Oh je. Ach du Schande. Der Geisterflammentrank wird für die Mächtigen... Calciumpulver. Also Kupfer könnten wir, glaube ich, noch abbauen in der Mine. Ich meine, ich hätte das aber noch nicht mit unserer Spitzhacke, glaube ich. Calcium, weiß ich überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Boah, das ist eine gute Frage. Mörser und Stößel, was brauchen wir dafür? Also wir müssen das machen, um damit weiterzukommen. Das ist halt blöd. Aber ich möchte auch gerne die Wrench machen und ich möchte ungerne die Sachen... Ja, jetzt wegnehmen, die wir eigentlich für die Wrench brauchen. Och, das ist doch Mist. Wir brauchen Steine. Da ist ein kleiner Stein. Oh, da ist auch Unkraut. Sehr geil. Mal schauen, wie viele wir dann erstmal rausbekommen. Ich möchte auf jeden Fall erstmal das mit der Wrench machen. Da habe ich jetzt so lange drauf gegeiert. Also, ja... Okay, Unkraut haben wir jetzt erstmal gut hier, würde ich sagen. Also für zweimal schätzungsweise haben wir das noch. Dann haben wir hier noch einen Stein. Sollte mit ein bisschen Glück, wenn da nicht zu wenig drin ist, unser letzter sein, den wir heute machen müssen. Aber ihr seht schon oben links, also wir haben so wenig Ausdauer. Ja, es passt genau. Okay, perfekt. Das sind die großen Bäume, die kann ich eh nicht machen, ne? Die konnte ich mit der... Nee, mit der... Oh, da oben ist noch ein bisschen Unkraut. Das nehmen wir direkt mal mit. Ein bisschen ist gut. Zweimal sogar noch. Geil. Aber wir brauchten für irgendwas, ich weiß nicht mehr genau wofür, brauchten wir auch jede Menge Unkraut. Oh, hier ist auch nochmal welches. Sehr schön. Und nochmal ein Pilz. Den nehmen wir auch direkt mit. Ja, aber irgendwie kein Bäumchen, was ich jetzt aktuell machen kann. Das ist natürlich schlecht. Würde ich sagen... Ah, da ist noch eins. Da ist noch eins. Schnell schnappen. Es tut mir leid, Bäumchen, aber die Großen kann ich alle mit dieser blöden Axt nicht machen. So, 50 Stück braucht man dafür. Das ist schon Wahnsinn. Moment, die Mine war hier oben, glaube ich, ne? Ja. Da gucken wir dann mal, ob wir da dann vielleicht was finden für Eisen. Was halt wirklich so ätzend ist. Ach so, Moment, was habe ich denn jetzt eigentlich? Belebender Trank. Ach stimmt, deswegen hatte ich den gemacht. Ich hatte aber nichts zu essen, so wie es aussieht. Was ist das denn? Ach so, Minenschlüssel, okay. Ich habe mir nichts zu essen gemacht. Das heißt, Fische habe ich jetzt aktuell auch keine. Ne? Och, was macht die denn hier oben? Ah, ich wollte erst den Pilz nehmen. Na gut. Hi, Tara. I hope you don't mind me hanging around here. Not at all. Hey, where'd you get that hammer? Oh, it was my great-grandfather's, but it was kept for many years by... I guess we'll call her a friend of the family. Wish I had it when I was younger to fend off bad dates. I have a feeling if I posted a pic of myself with my trowel, I wouldn't get too many dates. Hey, you never know what folks might be into. I'll admit, I gave up on finding love long ago due to my poor luck. But ever since I came here, my luck's been looking up in other ways. Maybe it's foolish, but I'm feeling hopeful. Lockere Freundin, okay. Cool. Ja. Ich habe jetzt gedacht, dass sie mir vielleicht mit der Mine helfen möchte oder so, aber naja, gut. Ich möchte übrigens immer noch gerne wissen, was das da oben eigentlich ist. Oh, ach, da kann ich direkt... Oh, gehen wir mal direkt in 3 rein. Das ist ja geil. Jetzt weiß ich nur nicht mehr.
Das hier könnte vielleicht, aber das war, glaube ich, kein Kupfer, das war, glaube ich, Sandstein. Das ist Kupfer, das ist Eisen, oder? Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, was ist. Und ich habe ja nicht allzu viel. Ach, man bekommt ja auch immer nur einmal Eisenerz, ja. Das war echt belebender Trank. Oh! Das ist wirklich ein belebender Trank. Oder? Ja. Der macht mich ganz wieder voll. Das ist ja mal richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Ich weiß nicht mehr genau, was das jetzt war, was ich dafür brauchte. Es war, glaube ich, viel. Also er war, glaube ich, teuer, leider. Aber das ist ja richtig, richtig geil. Der macht mich dann komplett wieder voll. Ich hätte mir die letzte Folge nochmal angucken sollen. Es tut mir leid, ich bin hier so völlig unvorbereitet in die Folge reingegangen. Aber mein Freund war jetzt da und ich konnte jetzt ein paar Tage nicht aufnehmen. Und naja, wie das dann halt so ist. Ach so, stimmt. Da war doch was. Wir müssen doch immer den Schlüssel finden, ne? Also, ich habe mal irgendwo gehört. Nein, nein, nein. Ach, was machst du denn? Du sollst das nur aufnehmen. Blöde Kuh. Jetzt hast du einen Schlag versaut. Wenn das jetzt nicht mehr reicht, ne? Ja, dann bin ich so extremst sauer auf dich. Nein. F dich einfach. Ja, und dann kannst du das nicht mehr, dann kannst du es nicht mehr einsammeln oder was. So, geht doch. So, ja, leider habe ich jetzt nichts mehr, womit ich das machen kann. Aber das mit den Getränken, das ist richtig, richtig geil. Leider kann man immer nur eine davon machen. Ich meine, gut, theoretischerweise könnte ich mir verschiedene Kessel dahinstellen, aber ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie teuer der war. So. Es sieht immer noch so aus, als ob das alles noch gut gegossen ist hier. Mich irritiert das halt eben nur. Können wir das jetzt noch gießen? Nee, ist immer noch dunkel, ne? Ja. Wie gesagt, mich irritiert das irgendwie. Dann gehen wir nochmal kurz nach unten. Oma muss ja jetzt im Bett bleiben heute. So, dann schaue ich nochmal, was brauchen wir. Ah, okay. Was war denn das? Seetang? Seetang und Alraune. Na gut. Aber wir machen trotzdem mal einen von diesen Tränken nochmal. Weil das ist doch schon richtig cool. So. Wir haben jetzt 10 Uhr. Ich gehe jetzt schon mal als erstes zu Thomas. Ich hoffe, dass der jetzt wach ist. Und dass man bei ihm so ein bisschen... Da unten habe ich jetzt nicht direkt geguckt, ob da noch was lag, aber... Ich muss da ja immer so ein bisschen die Augen aufhalten. Ah, sehr schön. Hallo, Thomas. Nicht weglaufen. Ich möchte mich mit dir unterhalten. In a good mood today, Thomas? I am. I am. Just got back from Milkwater. We were all celebrating the new year. Oh, happy new year. I might have overdone it, though. Ate so much herring, you could probably roll me back to the farm. Nur Hering? Nichts anderes? Okay. Das klingt irgendwie... Also es klingt generell eklig, weil Hering mag ich nicht so. Aber... Ach, guck mal. Wupp, wo kommst du denn her? Ach stimmt, wir haben ja Sonntag. Mom said we should help you now that your grandma is really sick. So, here. Oh, danke schön. Oh, that's so sweet of you, Finn. But I don't want to take your chocolate. No, it's okay. I can swipe more from Kai later. What did you say? Buy. I can buy more from Kai later. Mhm. Na, ich weiß ja nicht. Oje, oje. Hat er geklaute Schokolade verschenkt? Das ist natürlich jetzt nicht so das Netteste. Aber okay. So, in die Bar wollten wir eigentlich auch schon die ganze Zeit reingehen. Das habe ich total vergessen. Hallöchen, Frau Ärztin. What makes your medicine so effective, Amira? Hmm. You really want to know the secret? Yes. Come closer. Okay. Genuine care.
Oh. I thought you might say adaptogens or whatever. Those aren't real. Na gut, dann geht's weiter. Wir haben jetzt natürlich alle geschlossen, weil wir Sonntag haben. Oh, Dude, du bist hier. Der strahlt schon, wenn er mich sieht. Ist das nicht schön? Oh, Sebastian's always asking me for surf tips, but he still hasn't gotten in the water yet. I think the waves have him a little spooked. Gonna see if I can start him out with boogie boarding. Die ganzen Windspiele oder nur das eine im Hintergrund. Hi. So you used to live in a really cool city and chose to move here? Like on purpose? Okay. Ja, das ist das Coolste, was man machen kann, ganz ehrlich. Hier ist es schön ruhig. Hier ist es nicht so stressig. Angus cracks me up. Like, I know I shouldn't laugh at his corny jokes. It just encourages him. But I can't help it, okay? I like a good pun. Ach, die wollte Weizen haben? So, have you planted any wheat? I've been scouring the internet for the best seitan cooking tips. Not yet. I'll tell you when I do. Clutch. Ach nee. Thanks, Tara. Ja, 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 sie wollte Weizen haben. Klar, Weizen war natürlich das, was erst morgen, glaube ich, fertig ist. Mommy, what's wrong? Nothing. Sometimes I just get scared. Sebastian lost his mom, then Juliet lost her dad. What if something like that happens to my mom and dad? Don't worry. They're okay. They don't seem okay. They're always having words. I probably wasn't supposed to tell you that. Na, warum nicht? Das kriegt schon keiner mit. Schaut keiner zu. I heard Hazel's been feeling worse. Are you doing okay? I think so. It's hard, honestly. Because I'm the only one who lives with her. Like, what if she falls? Wow, that just popped out of me. I didn't even realize I was afraid of that. Giacomo used to say I had that effect on people. They tell me all their worries. Well, I don't mind. Ja, da nehmen wir erstmal nichts von. Ich könnte jetzt natürlich theoretisch was kaufen, aber... I just run the local watering hole. Sophia's keeping the heart of the town going. Es ist manchmal schon ein bisschen lästig, dass man immer noch mal alle anquatschen muss, damit die dann mit den Herzen da höher gehen. Ich möchte auch gerne Lieblingsessen verteilen demnächst. I heard a very good question from one of our members recently. They asked, Messenger, I climb and I climb until there are blisters on my feet. Why can't I reach the pinnacle? And I told them, why, it is only when the blisters are on your mind instead of your feet will you truly arrive. Okay. I get the sense that I'm not really Lena's favorite person. I am her kid's teacher, so I'm sure that's partly the reason. But has she ever said anything? Nein. No, I think she just keeps her circle small. That's fair. It's okay if I'm not everyone's cup of tea. How lucky you are to be one of the few she trusts. Well, if either of you ever need anything, do let me know. Ich vertraue ihr trotzdem nicht. Oh, is that what I think it is? Yes. Here's your potatoes and mushrooms. Yay! These pierogies are gonna be so awesome. Here's your cut and some croissants. You must be starving. Juhu! Keine Ahnung, was sie bringen, aber wir gehen nachher nochmal in die Mine. Ja, super. Sowas macht man natürlich irgendwo in der Kirche. Ich sag jetzt mal einfach Kirche und nicht Kapelle. Sachen abgeben, die man bestellt hat. Hey, I heard Hazel's not feeling well. Tell her Francis and I are thinking of her, won't you? Of course. Thanks, Angus. So, lass mich mal durch. Ich muss mal eben hier... Nein, nein, nein. Nimm doch einfach... Ach so, mit der habe ich ja schon gesprochen, ne? Dann nimm ihn. So.
Obwohl, habe ich auch wirklich mit ihr gesprochen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. I have mountains and mountains of paperwork to file before spring ends. But as mayor, it is my solemn duty to vanquish every last form for Fairhaven. Ja. Oder konnten wir noch einmal mit ihr reden? Nee, reden konnten wir nicht mehr. Okay. Ich dachte, vielleicht hat sie uns nur angequatscht und wir haben nicht mehr drauf reagiert dann. Do you ever miss home, Parker? Well, Fairhaven is home now. But I miss my brother. He thought I was crazy to follow Lena out here. But he came to visit after the twins were born. And you know what? This town might be a bit sleepy, but he gets it now. Our dad worked his whole life, but in the city he could only afford our little apartment. But here, my kids can see the stars at night. Na? Otto offered to move the graveyard when I first moved in. Ew, really? He said he didn't want my members to be put off by the constant reminder of their mortality. In truth, I think it's hard for him to pass it each day on his way to the mayor's mansion. But I think life's brevity is what gives us our purpose. We must seize every moment. Friedhöfe sind doch normalerweise immer bei irgendwelchen Kirchen, oder nicht? Da hinten war sonst nichts mehr. Ah, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Der Schwarze ist eigentlich der, der hier rechts in der Werkstatt sein sollte, oder? Das heißt, den können wir jetzt auch nicht mehr... Ja, der ist zu. Dann gehen wir jetzt mal einfach den Weg hier ein bisschen weiter in den Wald noch rein. Holz haben wir noch nicht, ne? I'm all out of strength. Ach ja. I could eat some food. Ist ja okay. Erstmal was essen, aber viel bringt's nicht. So, 10 habe ich. Das heißt, die müsste ich jetzt theoretisch zu einem nochmal einschmelzen können. Und 18 Holz. Da brauche ich aber 50 für die. Ich brauche sogar 80. Ach du Schande. Oh, 50 war für das andere. Okay. Puh. Also da brauchen wir wohl noch ein paar Tage oder wirklich sehr, sehr viel. Ja, das war klar, dass das wieder nur eins ist dann. Oder sehr, sehr viel von diesen Tränken, damit wir dann nochmal weitermachen können. Mit dir haben wir vorhin schon gesprochen. Muss noch ein Pilz. Und eine Kartoffel. Ne, eine Erdnuss ist es, glaube ich, da oben. So. Ne, hier ist eine Erdnuss. Das oben sah etwas anders aus, oder? Doch, ist auch eine Erdnuss. Nicht weglaufen. Du auch nicht. Ich komme gleich zu dir. Thomas's sister keeps setting him up on dates, but none of them seem to work out, which is disappointing. For him, I'm sure, but also for me. I've told him a few times that our relationship ended in high school, and there's not going to be a second act. I'm married. I'm just not sure how much he hears me on that. Okay. Gerade hätte ich noch gesagt, Thomas wäre auch so ein Kandidat eigentlich, aber wenn er jetzt der noch hinterherhinkt, dann wäre es vielleicht nicht so gut. Finding your way here on the island? Yes. Well, the longer I'm here, the more it feels like coming home. Sometimes I'll turn a corner and I'll be hit by some memory from when I was a kid. Like making sandcastles at the beach with Grandpa. Memory's funny like that. You're lucky to have such ties to this place. It's special. Ja, dann schauen wir noch mal. Aber hier rechts, nee, da ist auch nichts. Okay. Das heißt, mir fehlt noch eins. Nee, Moment, die Kinder, die haben wir alle. Kinder haben wir alle. Na gut, wenn sie jetzt da in der Kirche hockt, dann gehe ich mal stark davon aus, dass sie auch sonntags nicht arbeiten wird. Das heißt, da, ja gut, wir haben... Doch, Moment, wir haben 10. Also wir könnten theoretisch in einen umwandeln.
Ach genau, wo ist denn hier Miss Rosa H.? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Hm. Könnte jetzt natürlich sein, dass die irgendwo am Strand sind. Da müsste ich jetzt gleich auch nochmal nachgucken, ob ich da noch irgendwas einsammeln kann. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das jetzt mit dem Dünger war, wann ich da jetzt eigentlich wieder hin kann. Aber ich schätze, wir haben jetzt fast 1 Uhr. Ich schätze, dass ich da doch jetzt theoretisch auch weitermachen könnte. Mann, warum kann ich mir bei dem nicht was wegnehmen, bei dem Thomas? Ah, Kitty! Komm her! Oh, such a pretty girl. Ich kann dir aber auch Geschenke machen. So ein Fisch zum Beispiel. Die hat auf jeden Fall große Augen bekommen. You still liked that, didn't you, Kitty? Aber hat sich jetzt nicht wirklich viel getan bei dem Herzen. Kitty. Na gut. Da oben können wir noch nichts machen. Da müssen wir noch warten. Hi, halt, stopp, nicht backen. Otto started going to that newfangled consciousness center. Wants me to go too. He's hoping he'll make me a teetotaler like him, I expect. But you know what makes a man thirsty? Sitting on a hard bench for 2 hours. Ja, ob das durstig macht, weiß ich nicht. Hungrig wahrscheinlich, ne? Jetzt wollte ich gerade die Krabbe hier einsammeln. Okay, auf jeden Fall haben wir hier noch was gefunden. Das ist schon mal schön. Zwar nicht viel, aber naja, in dem Spiel findet man halt nie besonders viel, habe ich so das Gefühl. Ja, jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe jetzt mehr oder weniger mit allen gesprochen, wobei ich einen scheinbar irgendwie ausgelassen habe. Kann ich den hier unten vielleicht noch irgendwo finden? Oder nebenbei noch was einsammeln? Oh, Banane. Aber ihn scheine ich jetzt hier nicht zu finden. Weil wir können jetzt nichts... Doch, Moment. Ha! Kai's stall is my favorite shop in town. You never know what you're going to find. Don't know how he surfs every day, though. Even in summer, the water here is freezing. But then, I'm a bit spoiled. The water back home was like a warm bath. Ja, da habe ich auch schon drin geschwommen in so einem Wasser. Das war absolut geil. Ja, hier finden wir jetzt aber nichts mehr. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wieder zurückgehen. Das ist halt das, was ich so doof finde, weil man kann jetzt im Moment nicht viel machen. Man musste jetzt eigentlich was haben. Ja, ich sag mal, ganz viele von diesen Getränken wären ganz schön, ne? Dass man ganz viel Ausdauer hat. Ich meine, Zeit haben wir genug, aber wir haben halt eben nicht die Ausdauer, um irgendwas zu machen. Das finde ich persönlich vor allen Dingen, dass so schnell die Ausdauer weggeht, finde ich richtig, richtig blöd. Also das ist der wirklich einzige Punkt, naja, der einzige nicht, dass keine deutsche Sprachausgabe dabei ist. Den Punkt darf ich nicht vergessen. Ja, ich kann es hier abheben, sehr schön. Dann machen wir hier wieder neue Erde rein, zack. Damit das wieder kompostieren kann. Boah, ich komme hier nicht mehr rum. Ja, der Trank, der braucht auch, glaube ich, 8 Stunden, ne? Ja, noch 4 Stunden. Ich könnte jetzt theoretisch den noch weitermachen. Dann könnte ich, also für den nächsten Tag habe ich dann keinen mehr, weil ich, glaube ich, dann nichts mehr habe, womit ich den herstellen kann, wenn ich das richtig sehe. Ja, würde ich aber trotzdem gerne machen. Ich mache hier mal einen kleinen Cut und dann mache ich die Zeit mal ein bisschen schneller und dann gehen wir nochmal in 4 Stunden in die Mine rein. Bis gleich. Thank you.
nicht so nervös gerade. Wie gesagt, ich musste die ganzen Rechnungen von bezahlen. So, da sind wir wieder und der Trank ist fertig. Ich gucke nochmal eben, aber ich glaube nicht, dass wir den nochmal herstellen können. Nee, wir haben gar nichts von den Alraunen. Schade, schade, schade. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir die nicht eventuell im Wald kaufen können bei ihm, die Alraunen. Dann, achso, ich muss ja nach oben. Oh, warum wartet die jetzt auf einmal auf mich? Hallo? Was geht ab? Was machst du denn hier? Ach so, sie steht hier, aber es passiert nichts. Okay. Na gut. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Alles Eisenerz. Ach so, das hatte ich jetzt schon gemacht, genau. So, dann muss ich erstmal, was war denn das andere? Wunderwuchstrank, das war das. Muss ich den jetzt erstmal nehmen? Zack. Ich liebe diesen Trank. So, und dann schauen wir mal, wegen Eisenerz. Na? Nein? Das ist das Richtige. Na, sag mal, wollen die mich hier eigentlich... Du sollst einfach das nehmen, wo du vorstehst. Mehr sollst du gar nicht machen. So. Ich wette jetzt fast, dass das jetzt irgendwo in einem dieser rötlichen Sachen... Ich weiß nicht, ob das Kupfer ist. Dass das in einem von denen bestimmt drin ist. Also der Schlüssel zur nächsten Ebene. Ich meine, grundprinzipiell finde ich es jetzt gar nicht schlimm, weil wir brauchen ja im Moment sowieso nur Eisenerz. Und die haben ja erklärt, dass wenn man eine Ebene weiterkommt, man wohl andere Sachen dann bekommt. Ja, das war klar. Na gut. Ja, dann bleibt uns aber nichts anderes mehr übrig, als jetzt doch ins Bettchen zu gehen, weil... Ja, bei den Leuten im Zirkel tut sich halt nichts, wenn man mit denen redet. Die sagen dann immer das Gleiche. Also da brauchen wir jetzt heute gar nicht mehr hinzugehen. Und wir haben halt den Trank, den wir dafür machen müssen, können wir auch noch nicht machen. Das heißt, Oma, ist alles okay mit dir? Ich gehe jetzt auch schlafen, ja? Ich weiß nicht, ob Oma aufsteht und noch zum... Nee, die ist normalerweise um 6 Uhr, glaube ich, geht sie sonst immer zum Zirkel. Also heute geht sie wohl nicht hin. Ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich erstmal, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Time for bed.